So, jetzt möchte ich aber gerne mal wissen, was so schön ist, gibt auf der Seite der Starken. Und aha, die Prion Kanonierart Nummer 2 mit dem Prion Arzt. Möchte doch erstmal die Kanoniere wegmachen. Da die, der Arzt ist, aber mal nee, der kann Codeknacker, wenn ich mich erinnere, oder? Also den Halter, Kerl. Also ist eigentlich schlau, wie ich sie mit dem Arzt nicht würde. Aber da er eigentlich schon angeschwächt ist, sag ich mal so. Erstmal den da und danach den Arzt. Was ist er genau jetzt? Hui, kritischen Treffer! Ich mag kritische Treffer. Eine Lebenszimmer 25. Das ist kein Problem. Da ist ja nur der Arzt angeschwächt war, von denen noch da sind. Und Cinnamon kriegt diese 1000 auch ohne Probleme. Na gut. Na gut. Sie hat ihn jetzt vernichtet. Das ist doch was. Yeah, Cinnamon. Cinnamon rockt. Aber total. So, und dann erstmal jetzt nur noch, Doppelfeuer? Coldknacker? Also so. Das macht, das bringt nichts, wenn das letzte da ist. Das ist das so. Und ja, halt. Bla. Kaputt. Und danach werde ich dann wahrscheinlich jetzt noch einmal den Pfad der Starken betreten, Leute. So wie eigentlich immer in der Reihenfolge. Und wo wollt ihr mich schocken, hä? Mit den Schwerkranz-Pots. Das ist ja schon mal ein bisschen eindrucksvoll, aber nur ein klitzeklein wenig. Es sind ja keine Gegner, die noch niemals mein Leben besiegt hätte, ne? Die sind nur als erstes dran. Das ist alles. So, ich würde mal sagen, Cinnamon, du machst erstmal auf Nummer Uno. So, haust ihn da raus. Sehr schön. Dann, Axel, mit dem mache ich jetzt mal einen kleinen Test. Ich hoffe, du bestehst ihn. Dann einmal wieder, nicht auf Felsen, sondern in Santis. Die Kombination kann ich natürlich auch gar nicht gut. Kein Wunder, wie oft ich sie in der letzten fast einer Stunde eingesetzt habe. Sehr schön, das hat alle rausgehauen. Gut zu wissen, fürs nächste Mal. Aber nee, diese Kombination wird es ja nicht mehr geben. Das ist ja das Schöne. Peng, zack, kein Problem. Und du machst auch Peng, jupp. Peng, zack, immer noch kein Problem. So, Cinnamon, dann schwäche ich dann hau doch mit weiter auf die Fresse, damit Zero den nicht DDD. Doppel-Sitze-Flammern und Zero zersäbelt den da, während Axel den da zerschießt. Bam, bam, sag ich doch. Und mal sehen, was diesmal im Lager für seltene Objekte so gibt. Wahrscheinlich diesmal. Oh, Tomahawk. Wahrscheinlich gibt es diesmal auch drei Gegenstände. Oh, yeah. Level up. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch drei Kristalle. Das ist ja toll. Oh, ich hoffe, es sind nicht so blaue Sachen. Ey, jetzt grüner. Cool. Und was haben wir noch so? Tankenergie 100 und 1500 Zenny. Cool. So, erstmal gucken, alles was auf 9 ist, einmal auf 8. Was erhöhe betrifft. Egal, erhöhe LE. Jo, wir hatten am geringsten LE. Ich würde sagen, das ist Cinnamon. Aha, okay. Ansonsten nur 1, weil das war ein Angriffstingling. Erhöhe Schild, Figurzeichen und. Ah, ein weiteres Subwaffe erhalte Zenny. Cool. So, und die nächste Schlacht ist die Schlacht gegen die Gegner auf der schwachen Seite. Und die Mörder auf der Seite des Schwachen sind, die verbesserte Version der Wolf, Leute. Leute, was sagen, Leute? Das ist mir so eine Scheiße. Egal, ihr seid kaputt. Ihr habt keine Chance. Ihr werdet vielleicht ein bisschen länger überleben als eure Vorgänger. Aber, nicht sehr viel länger. Am Ende schon. Hallo, ich hab mich. Ihr habt noch nicht mal angegriffen und ich hab euch ja schon die Hälfte mitgeliefert. Leute, ihr seid sowas von schanzenlos. Das ist. Ah ja, es ist wohl, es ist natürlich pissig, weil wir angreifen, das greifen die auch an, weil die denken, dass sie da nicht pissig sind und so, also wo wollen die jetzt denken, die sind, wir pissen jetzt zurück. Also wisst ihr was, wir pissen jetzt zurück. Nur wenn wir zurückpissen, werden sie sich überleben, das wissen die nicht. Und kaputt. Ach ja, ich liebe leichte Kämpfe. Leiderdings sind es allerdings so viele direkt hintereinander doch ein bisschen nervtötend und vor allen Dingen eins. Langweilig! Naja, was soll's. Na gut dann. Wollen wir mal gucken, was wir jetzt so Schönes bekommen. Wahrscheinlich wieder 3 Items. Jo, wovon auch wieder einzelne Waffe ist. Sehr schön. Tankenergie 100 und 1500. So, also erstmal gucken, was habe ich denn da jetzt? Das Zepter. Ja, warum habe ich vorhin diesen Zepter noch für. So. Nächstes Mal auf jeden Fall. Gut.
So, dann, was habe ich denn hier? Höhe Schild, das kriegt man wieder. Das kriegt man Marinos ausnahmsweise mal. Dann jetzt hier Figurzeichen, Höhe Rüstung und ein Objekt. Ein Objektfang! Geil, Leute, wir können wieder klauen. So, Leute, nachdem wir dann jetzt fünfmal die Fahrt der Stärke durchschritten sind, machen wir den Weg wieder raus aus diesem gottverdammten Wald und gehen den Weg der Schwäche, weil wir einfach zu schwach sind, um noch weiter voranzuschreiten auf diesen unglaublich beschwerlichen Weg durch diesen gottverdammten Wald. Oh, 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 Schmelzer! Da hilft nur eins, Leute. Draufschnetzeln. Ob Silvan da eine gute Idee ist? Keine Ahnung. Aber ich mache jedenfalls schon mehr Schaden als das letzte Mal, als wir das begegnet sind. Also zack und zack. Ich denke mal, ich kriege diesmal vorhin drei Runden kaputt. Noch drei Runden. Ich denke mal, da benutze ich jetzt mal Incentives, weil das sind ja immer zwei Angriffe auf alle Gegner. Das heißt also, sollten es noch zwei Angriffe auf diesen Gegner da sein, auf den Schmelzer. Tatsächlich. Und es war mehr Schaden als ein normaler Angriff. So, dann nochmal raushauen, was Cinnamon hat und zack, zack. Und nun, Max Cinnamon Zero, doppelt hinzuflimmern und vernichte diesen Gegner jetzt. Ich sagte, du sollst ihn vernichten. Auf sich kann man sich ja auch nicht, also auf wen kann man sich heutzutage noch verlassen, ne? So, und dann Cinnamon, das macht Cinnamon, oder wie? Ja, Cinnamon hat den Schmelzer, den Gnadenstoß verpasst. Sehr schön. So, Leute, und je nachdem, was die Karte dann gleich zu mir sagt, werde ich den Weg der Stärke oder der Schwäche nehmen. So, Leute, ich habe mich für die... ich habe mich für den Weg der Schwäche entschieden. Und soll ich sagen, warum, Leute? Na, war doch die Schwäche halt, ne? Nö, also erst einmal, hier haben wir einen Blady. Und sie ist gar nicht falsch, wenn ihr erstmal den Blader vernichtet. Aber dennoch dürft ihr auch nicht die Brutbälle vergessen. Ich glaube, die waren ziemlich gemein, die konnten mich nicht wieder heilen. Und sie setzt da jedes Mal ein, der legt die einmal, ja, und die heilt sich selbst, und ich glaube, sie konnten ihn noch heilen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, es ist ein Gegner, und ja, warum erkläre ich das überhaupt? Ich werde auch die genügend Möglichkeit haben, genügend zu erklären, auf jeden Fall sieht man schon mal, er liegt. So, ich glaube, ich werde auf jeden Fall jetzt wieder X rausholen. Yay! Cinnamon, raus! X rein. Yeah. Also übrigens, ab jetzt wird es auch so sein, dass es nicht mehr ab wo eine schwache Abzweigung drei Wege gibt. Also doppelte Schwäche zum Beispiel und dann halt dann nochmal Stärkekurve kommt nochmal ein Weg rein und so weiter und so fort. Ich werde euch gleich mal eine Karte zeigen, sobald ich die gerade gemacht habe. Jedenfalls ab jetzt wird es hier schneller gehen. Zack, und der Gegner ist auch fast erledigt. Ich glaube, das ist wieder mal. Das Problem ist halt, sobald die beiden Roller-Balls weg sind, legt das Ding neue, wie in den alten Mega Man X Games. Zack, zack, zack. Aber ich kann noch. Und du bist jetzt geradetetetet. Du bist verdötetetet. Und Zero trifft, glaube ich. Ich glaube, er hat nur einmal getroffen. Naja, so soll's. Am Ende zählt das Gesamtergebnis. Und im Gesamtergebnis würde ich sagen, haben wir gewonnen. Yay! Gott, endlich kommen wir hier voran und so. So, und was haben wir? Und das meinte ich jetzt damit. Also jetzt das, was ich jetzt zeige. Wie ihr sehen könnt, es gibt nur noch zwei Abzweigungen. Das heißt also, es gibt nur noch fünf Kämpfe, die ich jetzt zeigen werde. Mit jeweils vier Schatzräumen. Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, weil ich bin jetzt schon seit einer Stunde und 15 Minuten aufnehmen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Videomaterial ich aktiv brauchen werde. Wahrscheinlich so 20 Minuten oder so. Aber egal. Also, erstmal mal hier. Zeig Energie 100 und 1500 Zenny und erstmal gucken, was wir dann so haben. Gut, erhöhe Rüstung kriegt, ich dachte, ihr habt Excel, aber es ist zu spät. So, und dann jetzt einmal hier Figurzeichen, erhöhe wie eh diesmal und erhalte Erfahrungsplus. Cool. So, Leute, und nun werde ich dann gleich den Weg der Stärke schreiten. Tja, liebe Leute, das sind die Gegner auf der starken Seite. Dreimal Prion Epsilon. Hä? Da war der Blader aber vorhin schwerer. Total, unausgeglichen und so? Ich meine, gegen sowas haben wir schon mal gekämpft, als Pflicht?
The Blade, das ist so, okay. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, gebe ich zu. Aber scheiß der Hund drauf, leichte Gegner sind schön, leichte Gegner sind auch was Schönes. So, dann ist hier Bam Bam, dann ist einmal abgeblockt, aber was soll's, Zero soll es trotzdem noch ohne Probleme hinbekommen gleich, zack, zack. Ich meine, es ist Zero, der Main-Deal-Damage-Dealer. Der kann fast alles zersäbeln, was er nicht zersäbeln kann, gibt es nicht. Und so, nach dem Motto. Und warum lobe ich ihn eigentlich so sehr, dafür ist er nicht mal ein Charakter, den ich so sehr mag? Na, keine Ahnung, einfach weil... Apfelkuchen. Nicht wegen Schinken, wegen Apfelkuchen. Aber wohl, da greift gleich sowieso an, das mache ich am besten nach dem Kampf mit dem Sub-Tank, blam blam. Gott sei Dank. Oh, oh, wehe. Oh, Gott sei Dank. Das wäre doch gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte. Und tschüss. Geht doch. Und zum vorletzten Mal betreten wir einen der Schatzräume. Oh Gott, ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich darüber bin. Ich hab die Fatzen dicke. Ich krieg Placke. Ich bin froh, wenn die Kacke vorbei ist, Leute. Ohne Scheiß. Ich bin schon seit eineinhalb Stunden an der Sache dran. Erstmal den Subtank einsetzen, damit das sich wieder verpulvert und so. So. Und wieder mal zwei blaue, ein grüner. Und was kriegen wir diesmal? Zankenergie 100 und 1500. Und... ich hab... boah, ich krieg jedes Mal ein bisschen Angst, dass ich da was nicht einsetzen kann vorher. Höhe WE. Plus 1 auf Anfangsfeder. Da packe ich doch gleich einmal 2 auf 0. Sonst irgendwas auf... nein, nichts sonst Relevantes. Also dann. Erhöhe Rüstung und Energieladung. Oh, Energieladung. Cool. So, Leute. Jetzt befinden wir uns hier im vorletzten Raum, wo wir uns noch aussuchen können, ob wir stark oder schwach wählen. Und ja, Leute. Noch ein letztes Mal. Werde ich dann jetzt die Kombination doppelt schwach wählen. Und dann, Leute, danach die Kombination stark und dann endlich diese Scheiße hinter mich gebracht haben. Also, du Typ der schwachen Hüter, was ist in deinen Augen denn jetzt für uns denn schwach? Ne? Oh, die Dinger. Okay, lass ich gehen sogar. Vor allem, weil die Scheiße sind. Die sind Scheiße, hörst du? Die Gegner sind echt nervig. Zero, das ist trotzdem draußen für schwarzen Zero. Unter anderem können die einfach wieder SOS machen, diese rote Radkappe, wie die Gegner heißen. Interessanter Name, ne? Rote Radkappe. Ja gut, eigentlich wollte ich es gerne... Zappa! Eigentlich wollte ich es gerne, dass auch wenigstens ein Angriff trifft, aber egal. Ups! Das könnte durchaus wehtun, aber jetzt zack, zack. Nein. Da ich auch wieder SOS können und das wirklich schnell hinter mir bringen möchte, wäre ich keinen Killen, jedenfalls nicht einzeln, sondern nur gleichzeitig. Jetzt. Ja, so ist gut. Tut sogar ein bisschen weh. Terra Blizzard. Okay, dann wird's aber ungemütlich hier. Also ganz langsam nur. Zack, zack. So, dann mit X noch einmal hier. Zack. Der Zero greift einmal so an. Ja, schön. Jetzt sollten wir in der nächsten Runde aber auch alle drei gleichzeitig killen. Okay. Zero. Mega Zero. Auch Zero. Yeah, super. Dann kann ich auch noch einmal heilen. Okay, dann einmal ein Backup. Vorher habe ich die Dinger ja. Ach Quatsch. Reboot reicht. Hallo? Das ist X dran. Dann macht einmal Energielader und dann sind alle drei kaputt. Da ist die Sache gegessen. Wahrscheinlich ist es vorher nochmal. Nö. Das wäre komm. Aber demonstrativ bin ich vorher noch einmal dran. Darauf bestehe ich jetzt, du. Hätte noch sein können, ne? So, damit sind die roten Radkappen auch kaputt. So, keine Zähne, ein paar KMW, 2000 Geld, Erfahrung und so. Oh, stimmt ja. Hier ist ja schon das Lager der seltenen Objekte. Ah, das war schon das zweite Mal schwach. Moment mal, da stimmt doch was nicht, oder? Momentchen mal. Ist das schon das letzte Mal?
Gott, bin ich aber gerade stark verwirrt. Okay, aber erstmal wieder hier, Objekte, Subtank erstmal dann, zack. Dann Objekte prüfen, alles was auf 8 ist, hier. Alles was auf 8 ist, mindestens einmal einsetzen. Hoch einmal Schild für Zero und Rüstung für Axel. Einfach jetzt, einfach mal so verballern. Dann ist einmal abwarten, was ich von den Typen jetzt bekomme. So, ja, ja. Tankenergie 100, 1500 Zenny und ich glaube, erhöhe Geschwindigkeit, erhöhe Energie, eine Turbo-Uhr. Was ist das denn? So, dann will ich noch einmal zum Checken noch einmal in den ewigen Wald gehen und ich hoffe, dass ich mich da dazu nicht vertan habe. Nein! Leute! Der ewige Wald ist komplett abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Oh, wie geil ist das denn jetzt? Ah, herrlich! So, liebe Leute, dann werde ich den Part aber auch jetzt an der Stelle beenden mit diesem glorreichen Bild vom ewigen, vom komplett abgeschlossenen ewigen Wald. Herrliches Panorama. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut, Leute.